So. Ach, herrlich. Das Lustige ist, was sagt ihr? Man muss schnell in die Kurve fahren. Ich hab Angst. Ja, ey, mach langsam. Boah, ich hab voll Schiss, Junge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal kein Fädelsvlog, denn ich fahre jetzt gleich los und hole den Sven ab. Den Kanal findet ihr oben und in der Videobeschreibung. Und dann fahren wir nach Düsseldorf zur Fahrradmesse. Das heißt, diese Woche wird kein Fädelsvlog kommen. Aber dafür halt dieser Vlog. Der ist auch ganz interessant. Solltet ihr irgendwelche Videos verpasst haben, blende ich euch oben auch nochmal in die Infocard eine Playlist ein. Dann könnt ihr auch mal draufklicken, die anderen Fädelsvlogs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Lasst doch mal ein Abo da. Alles klar, dann sehen wir uns gleich beim Sven. Ciao. Ey, das ist mein Objektiv. Ach Quatsch, eine Banane. Ja, ich hab noch nichts gegessen heute. Ich auch nicht. Wieso hast du nur dein Helm dabei? Ich will vielleicht Sachen fahren. Guck mal hier. Köln ist abgestiegen, habe ich gehört, ne? Die sind noch nicht abgestiegen. Die sind aber Absteiger. Ja, die sind noch am 18. Platz. Gibt's einen 19.? Nein. Kennt sich jemand mit Fußball aus? Ja, ich kenne mich super damit aus. Ja? Ja, ich weiß, dass Köln absteigt. Achso, das reicht ja. Da mir das scheißegal ist, sage ich Daumen hoch dafür. Boah, das ist gut, dass ich... Ja, warte, wenn euch gefällt, dass der FC absteigt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja klar, super. Mhm. Für den FC-Fan hier. Hört nicht auf den Vogel. Ich bin kein Vogel. Doch. Chirup, chirup. Du Huhn. Wo hast du nur geparkt? In da vorne. Bangladesch oder was? Da vorne. Ich bin heute mal ein bisschen sommerlich unterwegs. Das war ich gestern. Und ich habe mir gedacht, falls ich mit einem Board auf die Fresse falle oder mit irgendwas anderem, habe ich lieber eine Jeans an. Oh, Pussy. So, wir fahren jetzt los. Was hast du denn da? Schinken-Käse-Sandwich. Oh, so einen ungesunden Kram. Brotzeit, was ist das da? Das Summer Edition Pink Grapefruit. Hashtag no Werbung. Ich krieg den Ochsen da nicht drauf. Das ist halt ein scheiß Objektiv. Ist ja auch deins. Ich habe auch so ein gesundes Essen hier. Guck mal, ganz frisches Vitell. Vitell ist mal gut. Das bessere Karatza. Und hier so ein äußerst gesundes Schinkenkäse. Du hast auch ein Schinkenkäse-Sandwich. Nee, die hatten auch nichts mit Backon. Hallo. Das ist übrigens das Gotzo-Mobil hier. Das Gotzo-Mobil. Eigentlich wollte ich da hinten sitzen, aber da durfte ich. Wie geht das denn? Was ist das denn? Du hast kein Radio, aber wir hören Mucke. Ja, komisch, ne? Wie geht das denn? Oh, wie geht das denn? Zauberei. It's magic. It's magic. So sieht das aus. Wo ist meine Brille? Du flockst also. Ich flocke. Man nennt dich auch Vlad der Flocker. Vlad der Flocker? Nein. Ist nicht Vlad der Fehler? Nee. Googelt mal Vlad der Fehler. Nicht schön. Nein? Nee. Was ist das? Google mal. Ich will das wissen. Google mal. Okay, da steht Vlad der Zweite, Dracula. Fehler, ne? Von Pfahl. Ach, der Fehler. Geschichtsunterricht mit Marcel Gotzmann. So. Steht immer noch Vlad Dracula. Warum? Doch, hier, Vlad der Fehler. Ja. Blatt der Fehler. Draculas Leben, Wahrheit und Hirngespinste. Kann auch sein, dass ich das gerade verwechsel, aber es gibt einen, der hat irgendwelche Leute einfach mal auf einen Pfahl draufgesteckt. Ja, siehst du mal, ich hab in der Schule auch nie aufgepasst, weil ich war eh nie da. In der Tat? Ja, stimmt. Hat leider nur einen Sonderschulabschluss. Nee, Baumschule. Aber ich habe eine Ausbildung. Abgeschlossen. Ja? Ich hab einen Beruf. Der macht in Computern. Was macht der? Kackt der da rein oder was? So. Eigentlich ist das meine Banana for Scale. Ich hab immer voll Bock, die jetzt zu essen. Ja, mach doch. Nicht im Video. Führe sie dir ein. Nein. Nein. Ich brauch die noch. Wenn die braun wird, dann durch etwas anderes. Also, ich muss jetzt mal so sagen. Wir sind in Köln losgefahren, da hat die Sonne geschienen. Geschienen? Ja, geschienen. Und jetzt, schaut euch das mal an. Verrückt. Also der Satz von wegen, über Köln, da lacht die Sonne, über Düsseldorf die ganze Welt, ist definitiv wahr. Guck mal, wir laufen viel zu langsam. Ein Donker-Fan. So, jetzt gehen wir mal in den Eingang, deswegen mache ich jetzt mal aus. Ich muss nämlich noch bezahlen, der Dude kommt ja umsonst rein. Ist akkreditiert, ne? Als, ich wollte gerade sagen. Als Presse. Mach ja hier seriöse Journalistenarbeit. Ja.
Zeit. Ist klar, ich auch. Also bis gleich. Zwei Kameras rum. Sensible Kundendaten. Ich habe mit deiner Kamera deine Daten aufgenommen. Ja? Wer ist mit uns zwei? No, God, please, no! No! Nicht? So langsam kommt auch hier die Sonne raus. Wo? Ja, da oben irgendwo. Nee, in Düsseldorf kommt die Sonne. Das ist aber nur, weil wir hier sind. Ja, das ist richtig. Nicht traurig. Ziemlich, ne? Hab ich da so eine Kamera im Gesicht? Ja, Moment. Ich muss ja erst mal. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja. Hast du einen Anfänger? Weil du wiegst einfach wenig. So, jetzt fahre ich, nehme ich mit dem Handy auf. Ich fahre gerade mit dem E-Board. Richtig nice. Bei 10, 11 km/h voll nice. Richtig geil. Anpushen damit. Ja, ich bin Mongo-Pusher. Ich bin gerade E-Skateboard gefahren, jetzt ein bisschen laut. Das war ganz witzig. Jetzt ist der Sven noch mit dem Offroad-Boot unterwegs. Mal sehen, was der dazu sagt. Jetzt chill ich halt noch mal eine Runde. Warte, bis der hier wiederkommt. Mein Hauptschul-Sven. Ja, bis gleich. So Sven, erzähl mal, wie war denn das Offroad-Fahren? Das musst du jetzt mal sehen, wie ich meine Brille aufgesetzt habe. Ja. Geht ihr auf youtube.com/ Schon seht ihr das. Nee, mach das nicht, bleib lieber bei mir. Aber Jens so. Hafke, Jens hab ich direkt gemerkt. Ich bin schnell, ne? Ja. Hat der Typ gedacht, ich hätte voll die Ahnung, was ich ja. Hafke gesagt habe. Ja, ja, Hafke. Ich hab nämlich gerade eben das Kerzchen umgedreht. Ey, schneid das raus! Nein. Da geht, lass es doch mal da reingehen. Aber da ist doch gerade falsch. Nein, das ist nicht falsch. Ach guck mal, das biegt ja da ab. Ja, richtig. Ach, du bist ein Vollidiot, echt. Kann es sein, dass du dumm bist? Wenn euch der Vlog bis jetzt gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Abonniert ihn. Logisch. 3 Tage später. Sven, was machen wir jetzt? Wer ist mit? Könnte man auf einer Fahrradmesse. Wer ist mit Fahrrad fahren? Oh ja. Lass mal Fahrrad fahren. Dann gehen wir Fahrrad.
Bis gleich. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Guck mal, wie angenehm der Fahrrad fahren kann hier. Ja, wundervoll. Das Lustige ist, was sagt ihr? Man muss schnell in die Kurve fahren, ja, weil es... auf mit dem Scheiß, auf mit dem Scheiß. Ich hab Angst. Ja, ey, mach langsam. Boah, ich hab voll Schiss, du. Der Juice hat Schiss. Ja, ich hab Schiss, ich will hier runter. Der fährt wie ein Bekloppter. Du fährst jetzt nicht Offroad-Strecke, oder? Nein, da ist nicht die Offroad-Strecke. Ey, bist du bescheuert oder was? Boah, Alter, nein, ey, ohne Scheiß. Voll langsam, ich schwör's dir. So, Achtung, wir wollen einmal einen Backflip machen. Nein, auf gar keinen Fall. Fahre er mich. Kann man damit eigentlich auch eine Vollbremsung machen? Nein, kann man nicht. Lass die Scheiße. Oh. Nein, oh, ich schwör's, ich sterbe hier. Ich sterbe. Guck mal, was ich mit meinem Mikrofon gemacht habe. Das ist mir scheißegal. Hast du es kaputt gemacht? Nein, ist mir abgefallen. Oh, Gott sei Dank. So, warte, ich muss mal freihändig fahren. Nein. Ich bin fertig mit der Welt. Ich glaube, ich gehe gleich zu Fuß nach Hause, zurück. Das war jetzt nur Kindergeburtstag. Ja, nee, fahr anständig. Bitte. Ich habe richtig Schiss. Ich habe auch gerade Schiss gehabt. Ja, so wie du fährst wie Bekloppter. Wir müssen noch Flyer verteilen. Ja, Flyer. Wir haben jetzt einen Nebenjob angenommen, damit wir überhaupt diesen Messerundgang hier bezahlen können. Ich schmeiß einfach raus. Ah! Langsam in die Kurve. Was ist denn los? Ich habe mir gerade meine E-Kippe angemacht die ganze Zeit. Es wurde gerade ein bisschen langsam, Pipi, Mann. Wollt ihr Flyer haben? Boah, der fährt auf zwei Rädern. Du bist doch voll irre. Wäre das nicht viel einfacher, wenn die Frau nur tritt? Alter. Boah, hast du den Grip gehört? Hörst du den Grip? Alter. Klebt wie Gummi, du. Alter. Boah, Junge. Du driftet sogar schon fast. Und Kurve. Ja, aber wie? Denk mal hier. Ey, das hat gedriftet. Ja, ja. Vorsicht, wir möchten einen McTwist machen. Ich mach dir auch gleich einen McTwist. Das ist ja auch ein behindertengerecht. Boah, langsam. Ja, ich merk das. Für dich passend, sag's doch einfach. Behindertengerechtes Fahrzeug. Hilfe! Oh. Ja, macht Spaß. Warte, ein Drift? Nein. Alter, wenn wir... Alter, der ist so krank. Der ist so krank. Wenn du mittreten würdest. Ach, nö. Lass mal. Verpiss dich! Dein Fazit? Cycle World in der verbotenen Stadt. In der verbotenen Stadt. Voll gut. Also ich fand's geil. Mein Highlight, das Evolve GTX. Ja, das war echt nice. Aber 2009 Euro mit Straßen- und AT-Bereifung. Und noch sind die Dinger nicht erlaubt. Das ist so teuer. Das ist teurer als dein Auto. Ja, krass, ne? Ja. Hallo.
Das war's von der... Das war's von der Cycle World. Cycle World. In der verbotenen Stadt. In der verbotenen Stadt. Mittlerweile ist auch die Sonne draußen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal ein Like. Das ist mein Dude Hopscotch. Den verlinke ich hier oben mal irgendwo oder auch in der Videobeschreibung. Andere Links findet ihr auch noch in der Videobeschreibung, zum Beispiel von Evolve. Könnt ihr mal checken. Ziemlich nice. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.